Ja, liebe Frau Stadtverordnete, Vorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir haben als Linke mehrere Anträge eingebracht, die sich mit dem Thema Boden beschäftigen. Und ich möchte vielleicht vorwegschicken, dass es für uns um soziale und ökologische Aspekte geht, die da eine wichtige Rolle spielen. Und wir alle wissen, dass Grund und Boden eine zutiefst soziale Frage ist. Also sehen wir die Stadt, wer kann was auf dem Boden machen, wer kann parken, wer kann spielen, wer kann bauen, wer kann wohnen. Und zunehmend wissen wir eben auch, dass die ökologischen Funktionen von Boden eine zusätzlich überaus große Relevanz haben. Und eben nicht nur sozusagen für die Frage, wie entwickelt sich das Klima, sondern auch für die Frage, wie gehen die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner damit um und wer wird geschützt, wie sind die Versickerungsflächen, wie sind die Erholungsräume, wie sind die, die Freiflächen, die zur Abkühlung zur Verfügung stehen und so weiter. Deshalb fanden wir es wichtig, uns nochmal gemeinschaftlich daran zu erinnern, dass wir als Stadtverordnetenversammlung vor noch nicht allzu langer Zeit, aber immerhin jetzt schon über vier Jahren beschlossen haben, dass Kassel bis 2030 klimaneutral werden soll. Und in diesem Beschluss steckt unglaublich viel. Das bedeutet nämlich, dass wir unsere, ich sage jetzt mal, natürlichen Ressourcen nicht mehr verbrauchen dürfen, als wir sozusagen wieder regenerieren können. Das steckt in diesem Begriff der Klimaneutralität. Und jetzt sind es noch 6 Jahre bis 2030 und wir haben immer noch eine Situation, wo wir mehr Verkehrsflächen ausweisen, wo wir mehr Böden bebauen, als sozusagen auf der anderen Seite versiegelt werden. Und es ist nicht absehbar, dass diese Entwicklung umgekehrt wird. Und eigentlich muss sie natürlich umgekehrt werden, weil man sonst gar nicht zu diesem Ziel gelangen kann. Wir haben 2019 auch beschlossen, dass zur Unterstützung unserer politischen Arbeit ein Klimaschutzrat eingesetzt wird. Er hat ein Strategiepapier vorgelegt. Auch das wurde in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und begrüßt. Und dieser Klimaschutzbeirat wurde sozusagen beauftragt, konkrete Maßnahmen zu entwickeln, wie diese ambitionierte Zielstellung erreicht werden kann. Im Bereich des Bodenschutzes hat der Klimaschutzrat 3 bzw. 4 konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und die stellen wir hier jetzt zur Abstimmung, weil wir wollen, dass die Stadtverordneten das beschließen als politischen Willen unseres Gremiums und damit auch unserer neuen Klimaschutzdezernentin Frau Verderke den Rücken stärken, weil es natürlich eine starke Unterstützung ist, wenn es einen solchen gemeinschaftlichen politischen Beschluss gibt. Jetzt zu den inhaltlichen Punkten, die darin benannt werden. Das erste bezieht sich auf die Flächen, die nicht bebaut sind bisher und die quasi als grüne Wiese bezeichnet werden können. Wälder, Wiesen, Ackerland, Versickerungsflächen um die Flüsse, dort wird festgestellt, dass wir eine Netto-Null-Versiegelung wollen. Das heißt, dass auf keinen Fall mehr versiegelt werden darf, als entsiegelt wird. Und dass bestimmte Flächen, die besonders wertvoll sind, für den ökosozialen, in der ökosozialen Betrachtung grundsätzlich vor Bebauung geschützt werden. Das würde dann beispielsweise klar heißen, dass die Gänseweide eben nicht bebaut wird. Das ist völlig klar. Und dass eben zusätzliche Gebäude oder zusätzliche Verkehrswege, Fahrradwege auf bereits fossilen Flächen entstehen. Dafür braucht es Geld und Personal natürlich. Und es soll auch die Landesregierung aufgefordert werden, Bodenschutz festsetzen zu ermöglichen, gesetzlich. Darüber hinaus wird Entsiegelung gefordert, das ist natürlich auch klar, weil wir brauchen sozusagen einen
Ressourcen und schließlich sollen eben im Bestand schonend gebaut werden und verfügbare Flächen sollen kategorisiert und von der Stadt sozusagen bereitgestellt und organisiert werden. Die Zeit. Dann melde ich mich an.